Jazz ist eine ganz tolle Hündin. Sie ist sehr neugierig, sie ist sehr kontaktfreudig, sie ist sehr geduldig. Ja, bringt eigentlich jedem Menschen, der mit ihr in Kontakt tritt, ein Lachen ins Gesicht. Und das ist ganz toll. Mein Name ist Lucia Buchli. Ich bin Ergotherapeutin und bin seit letztem Juni tätig an der ZHAW für den Bachelorstudiengang als Dozentin mit Fachspezialisierung Geriatrie. In der Geriatrie geht es um die ältere Bevölkerung, die Altersmedizin, die Rehabilitation, aber auch die Gesundheitsförderung im Alter. Frau Dürr ist eine Klientin, die hatte vor einigen Jahren schon einen Schlaganfall und hat seit da an eigentlich immer ambulant Domizilergotherapie erhalten. Und Jazz, die Therapiehündin, habe ich jetzt circa seit 3 Monaten bei ihr eingesetzt. Wir machen viel Aktivitäten, wo sie die Rumpfstabilität trainiert, wo sie aufstehen muss, sich hinsetzen, sich bücken, verschiedene Positionen bringen. Aber natürlich auch der emotionale Wert, einfach das Freude bereiten. Und ja, man arbeitet mit einem Lebewesen, wenn ein Therapiehund dabei ist. Wenn er etwas sieht, dann hat er keine Geduld mehr zum Warten. Dann muss es gerade sein. Also grundsätzlich sagt man, Therapiehundeeinsätze sollten nicht länger als 1 Stunde dauern, weil es viel Konzentration abverlangt. Und nachher muss es eine Ruhephase geben, eine Belohnungsphase. Die Therapiehundausbildung an und für sich, die geht nur 3/4 Jahr. Und während der Therapiehundeausbildung geht es dann auch vor allem darum, fühlt sich der Hund überhaupt wohl in solchen Situationen. Also ein Therapiehund ist eigentlich ein Streichelhund, ein kontaktfreudiger Hund. Wenn er das nicht gerne hat, dann ist er nicht geeignet für solche Einsätze. Jazz ist für mich ein wichtiger und guter Partner, die Klienten und Klientinnen in ihrem Alltag zu unterstützen.